Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Unsere Minenexpedition haben wir im letzten Part endlich abgeschlossen, haben Unmengen an, an Eisen hier gefunden, zum Glück auch einige Diamanten, Redstone, Lapislazuli und Kohle ohne Ende. Ich würde sagen, sowas sollten wir später auf jeden Fall nochmal wiederholen, aber ich werde mich jetzt erstmal daran begeben. Ja, das ganze Stück hier etwas, wie sagt man, etwas wohnlicher oder so zu machen. Sprich, ich werde jetzt einige Sachen hier abreißen, einige Sachen hinbauen und hoffe, dass das auch einigermaßen wird. Und so, fangen wir am besten hiermit mal an. Ich bin mir noch nicht ganz im Klaren, was ich genau hieraus machen möchte. Habe aber so ganz grobe Vorstellungen schon. Würde auch gerne hier etwas mehrstöckiges hinstellen, aber naja, das werde ich sehen, wenn ich hier etwas Platz geschaffen habe. So, es wird schon Nacht. Ich leuchte hier mal ein kleines Stück aus, damit hier nicht zu viel spawnt in der Nähe. So. So, das reicht jetzt erstmal. So, dann bauen wir das hier mal weg. Alles weg damit. Packen wir den wieder dahin. So. Ja. Okay, das war jetzt weniger optimal. So, Moment. So. Nein, machen wir dahin. So. Ja, ich würde sagen, wir, ja, gute Frage. Ja, ich baue erstmal das ganze Teil hier ab. Das erfüllt ja sowieso irgendwie gar keinen Zweck. Das Huhn da erlegen wir erstmal. So, dann machen wir da vorne. So, machen wir das direkt mal weg. So. Ist zwar schade um das Glas hier, aber egal. Das Teil ist irgendwie, ja, eine Fehlkonstruktion gewesen, zweifelsohne. Und deshalb werden wir es einfach mal abbauen. Dass die nächste Konstruktion dann etwas besser wird. Wäre jedenfalls erfreulich. So. So, dann haben wir das Glas schon mal weg. Dann können wir uns jetzt daran machen, den Stein hier abzubauen. Kommt die Fledermaus hierher? Na, egal. So. Ja. Weiß noch nicht, wie ich das hier machen soll. Irgendwie habe ich mir hier so grob einen mehrstöckigen Bereich vorgestellt zum Anpflanzen von Getreide zum Beispiel. Bin mir aber nicht sicher, wie ich das genau machen soll. Ich gucke mir das mal eben ein bisschen aus Entfernung hier an. Da hinten ist ein Zombie, okay. Ja, ich werde da jetzt. Ja, gute Frage. Ich baue das hier jetzt erstmal ab, hier das Stück. Mach dann, guck mir das dann nochmal an. Und werde hoffentlich eine gescheite Idee haben, was ich dann hier machen werde. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Irgendwann fällt mir spätestens was ein. Ah, super, da ist ein Creeper. Nee, komm. Mit dem da kann man nicht arbeiten. Ja, machen wir das hier noch schnell weg. So. Wobei die Wand eigentlich auch weg müsste, würde ich sagen. Und die hier eigentlich auch. Super Sache.
Da reicht die Hacke auf jeden Fall nicht mehr für aus. Das ist schon mal klar. So. Ja, das läuft aber schon mal relativ gut. Ich sehe schon, das dauert hier noch eine halbe Ewigkeit. Naja. Gibt ja Schlimmeres. Ja, super, hier habe ich schon wieder so ein Teil super klasse hingesetzt. So, gut. Dann haben wir das jetzt hier gleich weg. Dann müssen wir hier die Decke noch ein bisschen begradigen. So, das Teil, die müssen auch weg. So, ja. Den Teil hier auch noch abbauen. Schon wieder so ein Teil super gesetzt. Vielleicht sollte ich mir demnächst überlegen, wo ich die hinsetze. Vielleicht mal vorher alles überlegen. So. Gut, dann haben wir das schon mal weg. Essen wir uns direkt mal ein Stück Huhn. Ja, ich würde sagen, drei bis vier Ebenen würde ich dann hier gerne abbauen. Aber erstmal kommt das Teil hier weg. Und dann werde ich mal gucken, was ich da mache. Ich hoffe, das lässt sich auch so durchführen, wie ich es mir vorstelle. Wäre ein bisschen doof, wenn nicht. Ja, sonst läuft das noch so wie das mit der super tollen Hühnerfarm hier. Aber die sollten vielleicht ganz schnell vergessen. Ja. Gut. So, dann würde ich jetzt sagen, baue ich jetzt mal hier oben irgendwie so ein Stück Treppe oder so hin. Obwohl das... Oh, ich gehe erstmal rein und hol mir eine neue Hacke. So. So. Hacke haben wir sicher. Sehr gut. So, dann machen wir hier mal weiter. So, muss jetzt einfach mal sein. Könnte aber so langsam wieder Tag werden, finde ich. Ja. Wo ist denn der Mond? Ja, doch. Sollte gleich. Gleich ist es wieder Tag. Dann können wir hier aber beruhigter arbeiten. So. Und schon wieder, ne? Das ist irgendwie fast schon Running Gag hier mit den Dingern. So, dann haben wir jetzt hier ein Loch. Kurz stopfen, so. Hier haben wir ein Ei. Wo kommt das denn bitte her? Hier ist überhaupt kein Huhn in der Nähe. Naja, egal. So, dann würde ich sagen, baue ich mir hier mal eben grob eine Treppe hin. Obwohl, ich würde das vielleicht sogar eher so machen, dass ich hier so ein Weg hier mir dahin setze. Ja, damit man zum Beispiel von hier oben einfach so dann auf die Ebene gehen kann. Ja, hier würde ich jetzt einen höher machen, denke ich. Obwohl, nee, so kann man das durchaus machen, ja. Ungefähr so habe ich es mir auch, glaube ich, vorgestellt. Ja, doch, ja. So. Der Stein reicht dafür natürlich nicht aus. Für die ganze Ebene. Wir haben jetzt zum Glück ein bisschen mehr als nur einen Stack davon. Wow. Wow, habe ich mich jetzt erschrocken. Das kam wirklich unerwartet. Von ganz da oben. Hey, da oben ist ein Huhn. Okay, ich würde sagen, auf den Berg sollte ich früher oder später auch mal klettern, um mich da umzusehen. Und um gegebenenfalls etwas abzusichern da oben. Auszuleuchten, vielleicht absperren mit Zaun oder so. Muss ich halt mal gucken. So. Natürlich werden wir wieder angegriffen. So, schnell weg, bevor das andere uns auch noch sieht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal eben nach da oben und gucken, wie es da so aussieht. Okay, der Weg ist vielleicht noch nicht breit genug. Ja, und das hier machen wir auch noch so groß. Och, Leute, das ist ja hier heute... Ist irgendwie der Wurm wieder mal drin. So. Aber es wird schon mal Tag. Das erleichtert gleich unser Arbeiten doch ziemlich.
So. Gut. Dann gucken wir mal. Ja, das ist schon. Ja, es ist schon ganz gut brauchbar hier. Leuchten wir hier oben noch mal ein Stück aus und hacken uns dann jetzt mal hier ein bisschen durch. Hier wäre eine Diamanthacke vielleicht gar nicht mal so unpraktisch. So. Aber immerhin bekommen wir wieder den Kobbel rein, den wir eben verbaut haben. Das ist immerhin ein positiver Nebeneffekt hier. So. Mal eben gucken, wie das jetzt hier aussieht. Ja, doch, das. Ich denke doch, das kann man schon nehmen. Gucke ich noch mal unten, wie es unten aussieht. So. Ja, drei hoch, denke ich, das reicht auch, um theoretisch was anzubauen. Ja. Dann machen wir hier mal eben noch den Restzaun weg. Wo sind. Ach so, hier. Gut. So. Sieht zwar für den Anfang jetzt erstmal sehr provisorisch aus und so, aber ich hoffe, das wird sich noch weitestgehend legen. Jetzt würde ich sagen, kleide ich das Ganze hier erstmal mit schön mit Erde aus. Jetzt ist es zwar nicht mehr so hoch, wie es mal war, aber naja, egal. Damit wir hier auch später entsprechend anbauen können. Ja, und schon ist uns die Erde ausgegangen. Ich glaube, wir brauchen auch gleich noch deutlich mehr davon. Ja, dann machen wir das so. Tja, und schon ist unsere Erde weg. Das heißt, wir dürfen uns jetzt ein bisschen neue. Da vorne wird zum Beispiel eine gute Möglichkeit, ein bisschen neue Erde holen. Ja, das geht. Das kann man nehmen. So viel brauchen wir jetzt auch nicht. So um die 20, denke ich mal. Kann hier noch ein bisschen zwischenzeitlich den Sand ein bisschen mit abbauen, damit es hier nicht zu sonderbar aussieht. Dann setzen wir das Teil wieder dahin. Nehmen uns hier noch ein Stück weg. Ja, ich würde sagen, das kann man jetzt. Ja, sieht jetzt nicht furchtbar aus als vorher. Von daher geht das schon mal in Ordnung so. Gut. Dann können wir jetzt hier oben weitermachen. Ne, du nicht. So, haben wir Cleanstone? Nein, haben wir nicht. Das macht aber nichts. Jetzt wird hier erstmal ein Block falsch gesetzt. Den kann ich dann gleich mal wieder da wegbauen. Ja, hier würde ich sagen, machen wir dann eine Cleanstone-Begrenzung später noch hin. Gut. Ja. Ob das jetzt gut aussieht oder nicht, das ist jetzt erstmal nur nebensächlich. Fakt ist, theoretisch könnten wir jetzt hier in relativ geschützter Atmosphäre anfangen, was anzubauen. Das ist auch der eigentliche Sinn, den ich mir davon versprochen habe. So. Auch wenn das hier oben jetzt ein bisschen drüber kommt, aber es ist ja nicht tragisch. Dann bräuchten wir vielleicht ein bisschen Wasser. Schon mal hier oben, mache ich mich hier hin. So, jetzt müssen wir nur noch das Wasser holen. Das ist auch nicht immer so einfach hier. Was? Gib mir das Wasser. So. Gut. Muss ich mal gucken, wie wir hier weiter denn machen. So. Ja, dann
muss ich mal kurz was überlegen hier. Ja. Ja, vielleicht sollte ich hier das den einen oder anderen noch abbauen. Na gut, der hier wird später ersetzt. Mit Cleanstone. Das soll ja auch alles ein bisschen edel wirken und so. Gut. Brauchen wir nur noch das. Ja, die entsprechenden Samen dafür. Ich würde sagen, eine einzige Melonenpflanze würde mir jetzt schon für den Anfang ausreichen. Melonen sind ja hier unheimlich produktiv. Sobald man eine Melone hat, kann man eigentlich schon gar nicht mehr verhungern. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist wirklich Wahnsinn. Aus einer Melone lassen sich ja erstens unheimlich viele Melonenstücke machen. Und aus diesen Melonenstücken bekommt man genauso viel Samen raus. Sprich, man kann nach kürzester Zeit auch schon ziemlich viel anpflanzen wieder. Ja, die Frage ist nur, wo bekommen wir auf die Schnelle Melonensamen her? Ne? Gut. Dann gucken wir mal hier. Wie viel haben wir hier bekommen? Gut. Ernten wir den Kram hier erstmal. Haben jetzt 9 Samen hier. Gut. Bringen wir direkt nach oben. Und versuchen hier mal. Okay, ja, dafür wäre jetzt. Wäre jetzt auf jeden Fall dieses. Ja, wäre praktisch. Muss man einfach mal so sagen. Etwas Glowstone könnten wir jetzt hier. Oh. Gut gebrauchen. Okay. An der Wand sollte ich also vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Oder die Wand um einen verschieben. Das mache ich mal kurz. Ein bisschen Stein zu. Ja, machen wir mal so. Ja, das reicht, denke ich. Ja, ich denke, 10 sollten hierfür auch reichen. So, damit wir entsprechend gleich den Spaß hier ein Stück nach hinten versetzen können. So, das Bett schon mal wieder hinstellen. Ja, ungefähr so. Ja, dann hacken wir hier schon mal, ne, hier noch nicht, aber hier schon mal diesen Wasserring hin, damit man auch hier schön das Ganze mit Wasser versorgen kann am Rand. Gut. Ja. Das Zeug will ich allerdings haben, deshalb. So. Sehr gut. Jetzt fehlt eigentlich nur noch. Vielleicht eine zweite Ebene mache ich da später auch noch dran. So eine zweite Ebene, 3 Stockwerke, so 3 Blöcke höher. Also ungefähr so. Ja. Wäre gar nicht mal so unpraktisch. Da kann man auf jeden Fall ziemlich gut mit ernten dann später. Vor allem, wenn ich es dann automatisch gemacht habe. Dann kann man hier schon mal ziemlich schön entspannt mit ernten. Ohne dass man sich da eine halbe Ewigkeit mit dem Ernten beschäftigen muss. Gut, das Anpflanzen geht leider nicht automatisch, aber ja, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ein bisschen Arbeit ist schon nicht schlecht. Man will ja nicht alles automatisiert haben. Aber das Ernten wäre schon günstig. So. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir hier mal kurz schon mal an, das Ganze mit Wasser zu befüllen. Das ist auch schon mal fertig. Dann noch schnell das erste an Getreide pflanzen. So, das ist jetzt aber alles erstmal nur provisorisch, wie gesagt. Später werde ich den ganzen Spaß dann noch automatisch machen, mit automatischer Ernte und allem drum und dran. Aber das dauert noch ein bisschen, deshalb, ja, denke ich, kann man hier einigermaßen mit leben. Und ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich den Part jetzt erstmal. Also wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part. Ciao!